Wir haben ja neben der Maria mit dem Christuskind hier nur Heiligenpaare. Beschäftigt haben wir uns mit der Geschichte dieser beiden hier, ja. Georg und Margarete mit den beiden Drachen, die dann da sind. Mhm. Wie ging es euch damit mit diesen Geschichten? Erzählt mal einfach frei von der Leber weg. Also ich fand die Geschichten ganz schön krass, besonders die von der Margarete, weil die waren schon ganz schön brutal. So von der Folter her. Ja. So, wie ging es euch mit den Geschichten? Ähnlich im Prinzip, also ja, schon ganz schön brutal. Aber mach mal noch ein paar Worte mehr. Was habt ihr euch noch gemerkt von dieser Geschichte? Also von der mit Georg und Margarete, wo ja offenbar nicht ganz klar ist, ob das die gleiche ist, aber halt, dass in diesem See offenbar ein Ungeheuer oder ein Monster leben sollte und dass die immer irgendwelche Leute opfern mussten. Und ja. Okay. Und bei der Margarete, was habt ihr euch da noch gemerkt? Noch das Stichwort mit dem Mann, der sie haben wollte? Gar nicht? Na, du hast Julia reden. Oder traut ihr euch nicht? Wir können es nochmal lesen. Ich habe den Jakobus der Wagen, habe ich dabei. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ja, erzähl uns mal, wie ist denn so deine Herangehensweise jetzt mit solchen Sachen? Oder was kannst du uns da noch Wissenswertes daraus berichten? Also erstmal die Identifikation von den Heiligen, da man ja keine Fotos von den Menschen hatte damals, man konnte die nicht abbilden, ist immer über diese Attribute. Und die berühmtesten, die ich kenne, die ich jetzt hier wieder erkenne, dürften Margarete und der Georg sein. Und ich glaube, das da oben ist die Barbara, die mit dem Kelch, die dort den Kelch in der Hand hält. Das ist diese Zugaben zu den Menschen, also Lanze und Drache oder die Margarete, die auf diesem Drachen dort steht, die den ja gebändigt hat, das sind die sogenannten Attribute, daran erkennt man die Heiligen. Und jetzt sind das alles Geschichten, das ist ja auch ein Stück des ausgehenden Mittelalters, das sind das alles Figuren, die mittelalterliches Denken repräsentieren. Also Figuren, die in irgendeiner Art und Weise zum einen Vorbild waren, das heißt also Leute, die man bewundert hat, die man auch verehrt hat, wo man dachte oder wo man sehen konnte in den Geschichten auch, die sind ja deshalb so krass, weil der mittelalterliche Mensch ein bisschen anders strukturiert und denkt wie wir heute, also wir würden diese Geschichten heute anders formulieren. Das geht uns schon mit Märchen so, also wenn wir Märchen aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts von den Brüder Grimm lesen, dann sagen heute schon einige Eltern, das ist mir zu gewalttätig, da geht es eigentlich zu gewalttätig, das ist eigentlich Kinderliteratur geworden. Und über Jahrhunderte oder Jahrzehnte Kinderliteratur geblieben. Und im Grunde genommen reflektiert es nur die alltägliche Erfahrung der Menschen von Gewalt, von Auseinandersetzung, von Widerstand gegen Gewalt, von der Ursache, wie komme ich dazu, gegen diese Gewalt zu widerstehen. Also was ist meine ursprüngliche Motivation, gegen Gewalt anzugehen? Bin das nur ich? Also will ich mich nur selber schützen? Oder habe ich eine andere Motivation, ein Glaube, also auch Vertrauen dazu, dass ich dieser Gewalt widerstehen kann und dass, falls ich zu Tode kommen sollte, also beide Figuren, die dann gegen diesen Drachen kämpfen, das ist ja eine Todeswut, die dahinter steckt, war immer mit dieser Wahrscheinlichkeit, dass das eben für das persönliche Leben schlecht ausgeht, also dann auch zu Ende geht, verbunden. Also mit einem Todesmut gehen die Leute daran und das erinnert an die Märtyrer, an die frühen Märtyrer der Kirche. Dass dieser Todesmut eben gegen solche Unbill, gegen das Böse, die beiden Drachen, das habt ihr gelernt, das sind also irgendwie Inkarnationen oder Symbole oder auch Symboltiere des Teufels. Das heißt also, ich gehe gegen das Böse vor und opfere oder riskiere sogar mein Leben, setze mein Leben aufs Spiel. Und dieser Todesmut, das haben die Leute bewundert und verehrt an den Menschen, an diesen Heiligen, die offensichtlich etwas dem persönlichen Motivationen voraus haben, weil oft haben wir Angst vor dem Tod, also uns selber zu opfern, uns hinzugeben. Das scheuen wir zurück, natürlich, das ist eine natürliche Reaktion. Aber dass es dann doch Menschen gibt, die sie ihr Leben aufs Spiel setzen und eingesetzt haben und möglicherweise verloren haben, also wie die Märtyrer, das haben die Menschen verehrt.
Und ich glaube, wenn wir das mal auf heute projizieren, wenn Menschen mit ihrem Leben bestimmte Sachen verteidigen, dann also nötigt uns das Bewunderung ab. Haben wir aktuell gerade ganz wichtige Gebiete, wo könnte man heute, also wo setzen Leute ihr Leben ein, um also gegen eine Unbill, gegen etwas Böses, kann man sagen, vorzugehen. Ja, zum Beispiel in Afrika, die Helfer, die bei Ebola kämpfen. Bei Ebola, genau. Diese Helfer, die gegen Ebola kämpfen, Freiwillige, die dorthin gehen, die ihr Leben einsetzen. Und das tut nicht jeder, sonst würden da genug Helfer sein. Ja? Denn offensichtlich gibt es da auch Mangel und offensichtlich gibt es aber besonders mutige Menschen, die man auch entsprechend bewundern kann. Das ist ja übrigens auch ein gutes Beispiel, weil das St. Georg, unser Krankenhaus hier in Leipzig, hat ja auch den Georg und den Drachen sogar im Logo drin und auch im Namen drin. Und die behandeln ja sogar jetzt einen Ebola-Patienten. Der ist heute gestorben. Also der ist gestorben. Mensch. Leider, aber letztendlich haben sie es versucht und haben versucht, gegen diese Krankheit vorzugehen. Hier natürlich mit ganz anderen technischen Mitteln, wenn man nach Afrika fährt, wenn ihr da Bildberichte von seht oder welche Reportagen, dann sieht das, was die dort an Schutzmitteln haben, völlig anders aus als das, was jetzt hier in so einer hochtechnisierten und hochentwickelten Klinik dort zur Verfügung steht. Aber ja, trotzdem, also ist unter dem Einsatz des eigenen Lebens machen die Leute das. Und das gibt es heute, das gab es durch die ganze Zeitgeschichte hindurch. Nur dass es der christliche Hintergrund, ein Glaubenshintergrund, etwas zu tun im Vertrauen darauf, dass mir der Tod eigentlich nichts anhaben kann. Dass der Tod eigentlich nicht das letzte Wort ist, was gesprochen wird, ist ja unser Glaube, dass wir durch den Tod hindurchgehen und dass der Tod letztendlich nicht unser absolutes Ende ist, das hat den Menschen eben den Mut oder die Kraft gegeben, gegen die Unbill vorzugehen, auch gegen Ungerechtigkeit. Also die Barbara beispielsweise oder andere, ich weiß nicht, ob die Katharina hier dabei ist, ich glaube, eher nicht. Es könnte schon hier sein, dass es hier abgebrochen ist. Das ist so ein Rad. So ein Rad hier war, ja. Katharina von Alexandrien, die verheiratet werden sollte, die einfach gesagt hat, nee, mache ich nicht. Und damit das Martyrium erlitten hat. Also sie wurde. Wisst ihr, was das heißt, Martyrium erlitten? Jetzt Religionsunterricht. Nee. Also Martyrium, da steckt das Wort Martyria drin, das heißt einfach nur Zeugnis. Also wenn ihr ein Zeugnis kriegt, ist das ein Martyrium sozusagen. Und in manchen Fällen ist es ja auch ein Martyrium, mit diesem Zeugnis nach Hause zu gehen und sagen, also liebe Leute, liebe Eltern, liebe Vater, liebe Mutter, ich habe Mist gebaut, in Mathe habe ich keine so brennende Note gekriegt. Das ist ein Zeugnis. Also ich gebe Zeugnis, in dem Fall von Christus, von Gott. Und das tue ich bis zum Schluss. Im Römischen Reich, im frühen Römischen Reich, also in der frühen Zeit der Kirche, waren die Christen verfolgt und sie sollten von ihrem Glauben abschwören, weil der Kaiser, der römische Kaiser, gesagt hat, die gehören nicht unter unserer Staatsreligion, die schaden uns. Sie beten nicht für den Kaiser, sie opfern nicht für den Kaiser, der vergöttlicht war, der war gottgleich, war anbetungswürdig, so nahm man an und die Christen weigerten sich, diesen Kaiser anzubeten. Sie dienten dem Kaiser ganz normal in Armee und sonst irgendwo, aber sie weigerten sich, den Kaiser anzubeten, also auch ein Opfer darzubringen, weil das einzige Opfer, was man darbringen kann, ist Gott. Kann man Gott darbringen. Gott ist anbetungswürdig und nicht der Kaiser, kein Mensch. Und die einzige Lösung, die der Kaiser dafür hatte, war, die Christen, die nicht ihn anbeten wollten, zu töten, hinzurichten. Ja, haben die Todesstrafe verdient, aus der Sicht der römischen Beamten, der römischen Administration, und sie wurden hingerichtet. Und dieser Tod ohne dass sie vom Glauben abgefallen sind, nennt man Martyrium. Ein Martyrium erleiden klingt heute komisch, wenn man es übersetzt, heißt es, ein Zeugnis allein ist ein Quatsch. Also das ist letztendlich Blödsinn. Aber das Martyrium ist jetzt wird immer jetzt in unserem Sprachgebrauch gleichgesetzt mit dem Tod erleiden für etwas, für einen Glauben an Christus beispielsweise. Wird heute missbraucht bei den islamistischen Kreisen, also die sich dort in die Luft sprengen, die werden auch von Islamisten als Märtyrer bezeichnet. Das ist, also mit dem Martyrium im
im christlichen Sinne nichts zu tun. Also das darf man nicht auseinander, das muss man auseinanderhalten, muss man differenzieren. Und deshalb heißt es Martyrium, also sein Leben einsetzen in Vertrauen auf Gott, in Vertrauen auf Christus, in Vertrauen auf seine rettende Tat. Und das haben die gemacht, die beiden beispielsweise. Ja. Also so einen Drachen gegenüber zu stehen, da hatte man im Mittelalter Respekt. Also man ging davon aus, es gibt Drachen, man hat, heute weiß man ungefähr, wie das zustande kommt, dieser Glaube an Drachen. Man hat Fossilien gefunden, die so drachenähnlich aussehen. Ne. Also heute stehen die im Naturkundemuseum und heißen Dinosaurier. Und man dachte, es gibt Tatsache diese Tiere, die diese gewaltige Kraft haben. Nicht viele, weil man auch nicht viele Knochen gefunden hat, die gibt es halt nicht so oft, aber man glaubte Tatsache, dass es diese Tiere gibt, weil es ja Knochen gibt. Ne? Also war ganz plausibel gewesen, dass man diese an die Existenz solcher Viecher geglaubt hat und die natürlich in ihrer Erscheinung, man hat nie einen lebend getroffen, in ihrer Erscheinung dem Teufel gleichgesetzt wurden. Und die beiden haben dagegen gekämpft. Die Margarete hat den nicht getötet, sondern nur gezähmt. Oder Georg hat den gar ausgemacht. Ja. Insofern, aber eben todesmutig. Auch mit dem Bewusstsein, mir kann eigentlich nichts passieren. Auch wenn dieses Viech mich umbringt, mich zu Tode bringt, bin ich trotzdem in Gottes Hand und gerettet. Und ich habe was Gutes getan. Wie geht es denn euch aktuell in der römisch-katholischen Kirche mit den Heiligen? Bei uns ist das ja weitgehend vergessen, weil sich auch die Reformation sehr klar gegen Heiligenverehrung oder gegen Heiligenanbetung, Anrufung gewandt hat. Wie ist denn das aktuell? Also da muss ich erstmal noch mal ein bisschen differenzieren. Anbeten tun auch Katholiken nur Gott in den drei Personen, also Christus, Heiliger Geist und Gott Vater. Aber Christen verehren, also katholische Christen verehren Heilige, ganz vorne an Maria. Wir haben gerade Oktober, da ist der Dominikanerorden ganz vorne dran mit dem, das ist der sogenannte Rosenkranzmonat bei uns. Da wird Maria in besonderer Weise in den Mittelpunkt gerückt. Das Rosenkranzgebet ist eigentlich ein Christusgebet, aber es kommt oft Maria vor, weil Maria als Mutter Jesu ja auf ihren Sohn, auf ihr eigenes Fleisch eine ganz andere Sicht hat als jemand, der das Jesus nur so als Gegenüber hat, also als Nichtverwandtschaft. Darf ich noch mal ganz kurz unterbrechen? Wisst ihr eigentlich, warum wir diese Maria hier in der Kirche haben, warum das direkt in die Kirche hier reinkommt? Ganz einfache Frage, einfache Antwort. Traut euch mal. Kann alles rausgeschnitten werden. Ich verstehe jetzt nicht ganz genau, was Sie mit der Frage meinen. Na, für uns würde so ein Motiv nicht in Frage kommen, für uns Evangelische. Weil es ein katholischer? Ja, genau. Ja. Weil wir selbst, unsere Gemeinde, ist ja im Prinzip eine Nachfolgerin der katholischen Gemeinde, die es hier mal vor Ort gab. Ja, also es ist, wir waren mal katholisch. Das ist eigentlich der Grund, weswegen der hierher gehört. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn so eine Maria so in so einer prominenten Stelle in dem Altar, der ja da vorne auf dem Altartisch stand, also auf dem Altar, dass das eine Marienkirche war. Ja, das ist auch eine Annenglocke hier oben. Eine Annenglocke, das ist die Mutter Maria in der Tradition, die ist jetzt nicht biblisch, aber die Maria muss ja Mutter gehabt haben und in der Tradition dann Anna genannt, ihr Vater Marien. Ja. Und insofern passt das alles zusammen, das war sicher auch eine Marienkirche hier. Oder die Frauen, also Frauenkirche in Dresden beispielsweise, das ist auch eine Marienkirche. Allerdings schon also nach der Reformation gebaut, aber der Maria irgendwie zugeordnet. Ich weiß nicht, korrigiere mich. Oder ein Vorgänger gab es sogar, korrigiere mich aber trotzdem, Luther als ehemaliger Mönch, als ehemaliger Augustiner Eremit, war Marienverehrer gewesen. Also er hatte eine hohe Beziehung zu Maria. Und ich habe einen Film mitgebracht, da wird nochmal erklärt, weshalb Maria in der katholischen Welt so verehrt wird. Mhm. Ja, als sie ist ganz Mensch, ganz überhaupt keine Frage. Man hat sich am Anfang der Kirche, ganz am Anfang gestritten, was ist sie denn überhaupt? Also sie hat Christus geboren, Jesus, der Christus ist, der Gott ist. Ja, wir verehren Christus als Gott. Mensch und Gott, was ist sie jetzt? Ist sie nur Christusgebärerin, also hat sie nur Jesus zur Welt gebracht? Und was? Oder war Jesus schon
Gott, als er zur Welt kam. Ja, also wann ist die Göttlichkeit Jesu offenbar geworden? Und man hat sich dann ganz früh im 5. Jahrhundert darauf geeinigt, dass Maria den Titel Gottesgebärerin bekommt, also Gottesmutter, Mutter Gottes, so heißt sie heute bei uns in Umgangssprache, Mutter Gottes. Klingt natürlich merkwürdig, wie kann eine Frau, eine ganz einfache Frau, ein junges Mädchen, die auch noch nicht mal verheiratet war, Mutter Gottes sein, also Mutter eines Gottes werden. Das ist der Höhepunkt des Christentums, finde ich. Also dass ein Mensch Gott zur Welt bringt, ist eigentlich nicht zu übertreffen, durch nichts. Und sagt auch nochmal was über unsere menschliche Natur aus. Also was hat Gott mit unserer menschlichen Natur veranstaltet? Also welches Menschenbild hat Gott? Also wir fragen ja immer nach dem Gottesbild, aber wir können auch zurückfragen, welches Menschenbild hat Gott? Ja, und er vertraut eben seinen Sohn so einer einfachen Frau an. Das ist schon, sagt schon einiges über über das Menschenbild aus, was wir aus dem Blickwinkel Gottes haben können. Und wenn Gott so ein Menschenbild hat, dann dürfen wir so ein Menschenbild auch haben. Also das ist so. Und also diese Natur des Menschen ist aus allen Geschöpfen, die es auf der Welt gibt, die Gott jemals geschaffen hat, zumindest die wir kennen, eine besondere Natur. Also diese Natur des Menschen ist dadurch besonders herausgehoben. Und Maria ist eben die zentrale Figur dieses Verständnisses. Also deshalb steht die in vielen Kirchen oft im Mittelpunkt und spielt über die gesamte neutestamentliche Geschichte eine zentrale Rolle. Also wenn ihr die Evangelien lesen oder die Apostelgeschichte, dann spielt Maria immer eine wesentliche Rolle. Sie sagt nicht viel, also man kann die Worte, die Maria sagt, auf so einen Absatz zusammenschrumpfen, aber sie steht als Mensch in einer wirklich besonderen Position da. Und darüber haben sich natürlich Christen in den 2000 Jahren bislang immer Gedanken gemacht, was bedeutet das, was bedeutet das, was bedeutet das. Und dadurch ist eine Marientradition entstanden, die ganz reich geschmückt ist, also sie wird gekrönt und sie steht auf einem Mond, hier noch nicht, hier nicht, aber manchmal sieht man Maria auf so einem Mond stehen, das hat eine symbolische Bedeutung, das kommt aus der Offenbarung und so weiter und so fort. Also Maria wird praktisch angereichert und man muss diese Anreicherung auch mal ein bisschen differenzieren, also was bedeutet das ganz genau. Dahinter muss man immer den Menschen, diese junge Frau sehen, die Gott zur Welt gebracht hat. Also das ist auch etwas, was man eigentlich noch nicht so ohne weiteres begreifen kann. Wir würden jetzt sagen, zum Beispiel als Evangelische heute, heilig sind wir durch die Taufe. Und zwar heilig heißt es einfach zu Gott gehörig oder das, was in Gottes Sinne ist. Und man könnte auch sagen, dadurch, dass sie getauft sind, sind die mit uns verbunden. Aber da gibt es natürlich noch kleine Unterschiede. Wie würdest du die beschreiben oder kurz benennen? Also die Gemeinschaft der Heiligen besteht, das ist die Kirche. Also die Gemeinschaft der Heiligen ist eindeutig die Kirche, die Gemeinschaft der Getauften. Dazu zählen alle, die getauft sind. Wir Priester, ihr einfach nur getauft. Und ich weiß nicht, ob ihr schon Konfirmation gefeiert habt. Zum Teil. Zum Teil, also praktisch die Sakramente, erst einmal beim Abendmahl gewesen, Erstkommunion nennt sich in der katholischen Kirche. Also das sind so die Sakramente, die uns eingliedern in das Volk Gottes, wie die Katholiken sagen, in die Gemeinschaft der Heiligen. Das Volk Gottes, die Gemeinschaft der Heiligen, die hören nun nicht auf, wenn die Leute sterben. Also die werden nicht ausgeschlossen aus dieser, exkommuniziert sozusagen. Sie werden nicht durch den Tod exkommuniziert aus dieser Gemeinschaft, sondern sie sind bei der Gemeinschaft dieser Heiligen. Und diese besonderen Menschen, die in besonderer Weise sich ausgezeichnet haben, legendär beschrieben, heute vielleicht auch bezeugt, also es gibt heute immer noch Heiligsprechungen in der katholischen Kirche, also es werden dort immer noch Leute heilig gesprochen, die aber eine besondere Auszeichnung haben, die sind letztendlich immer noch, diese von uns Gegangenen sind immer noch Gemeinschaft der Kirche. Und wenn im Gottesdienst, den wir feiern,
Da versammelt sich diese Kirche um den Altar, um Christus, um Gott zu gedenken, seine Heilstaten. Wir glauben, ich weiß nicht, ob das bei einem evangelischen Verständnis immer noch auch so ist oder ob das so im Vordergrund steht, wir glauben, dass nicht nur wir feiern, sondern wenn wir uns zum Gottesdienst versammeln, immer noch die andere Kirche, die unsichtbare Kirche, die mitfeiert. Also es gibt einen Ritus in der katholischen Kirche, und zwar ist das in Verbindung mit der Eucharistiefeier. Da gibt es ein Gebet, das nennt sich Hochgebet. Und innerhalb, im Zentrum dieses Hochgebetes, wird ein Lied gesungen. Das ist das sogenannte Sanctus, das Heilig, das kennt ihr auch. Singen, ne? Und vor dem Heilig, vor diesem Sanctus, wird gebetet, wird gedacht, dass jetzt alle, die ganze Kirche, alle, und zur Kirche gehören nicht nur wir Menschen, sondern auch die Engel und Mächte und Gewalten, vor Gott stehen und dieses Heilig singen. Das stammt aus der Offenbarung, also das ist das irgendwie eine Vision dieses Sehers, dass dort vor dem Thron Gottes eine Schar steht, die heilig, heilig, heilig singt. Daher kommt dieser Text, dieses Hymnus auch, oder dieses Liedes. Und das wird dezidiert in einem katholischen Gottesdienst als Ritus gefeiert, dass jetzt vor Gott, vor Gottes Thron alle stehen, die ganze Kirche, inklusive aller Engel, inklusive aller von uns Gegangenen, die schon tot sind, die das irdische Leben beendet haben, und vor Gottes Thron heilig, heilig, heilig singen. Und ist ein Zeichen dafür, dass die Kirche eben nicht bloß aus uns Menschen hier besteht und nicht bloß eine Organisation ist und nicht bloß eine Institution mit Bischöfen, irgendwelchen Ämtern, Pfarrern und sonst irgendwelchen anderen Päpsten, sondern dass Kirche etwas ist, was viel, viel größer ist als alles andere. Das heißt, das Verständnis wäre, die feiern den Gottesdienst mit, ja, wenn die Messe gelesen wird. Und es gibt in Meschede, das ist im Sauerland, eine Abtei, dort ist die Kirche so angeordnet, sie steht bloß im Halbkreis, dort steht der Altar in der Mitte, also in der Mitte des Halbkreises, und der andere Halbkreis ist der Friedhof draußen. Ja, also die Kirche ist rund, also man muss sich die dann rund vorstellen, die eine Hälfte das ist eine Benediktinerabtei, also eine Ordenskirche, sind die Menschen, die dort feiern, die den Gottesdienst feiern, die andere Hälfte sind die nicht mehr Lebenden, die unter uns, also die nicht mehr das irdische Leben leben, sondern ein himmlisches Leben leben, so wie wir zumindest hoffen. Ist das dann ein Indoor-Friedhof? Also nein, das ist kein Indoor-Friedhof. Die Kirche ist natürlich abgeschlossen. Der Halbkreis, wo sich die Gläubigen versammeln, das ist dann überdacht und Gebäude. Aber man sieht, dass eigentlich die Architektur, also die Geometrie weitergeht, die dann praktisch draußen den Friedhof, wo die Brüder, die Mönche begraben sind, mitfeiern. Also die Abtei feiert mit ihren Toten vorausgegangenen feiert Gottesdienst. Das ist so ein, natürlich feiert sie nicht mit den Leichen, die da draußen liegen, die sind natürlich bedeutungslos, sondern das sind die sterblichen Überreste, aber mit denen, die vor uns vorausgegangen sind, die in Gott geborgen sind, also es gibt viele Schritte dafür, die in irgendeiner Art und Weise auch mit zur Gemeinschaft gehören. Also dann würde das hier in Erinnerung sein, samt den Flügeln, die geöffnet die 12 Apostel zeigen, die feiern die Messe mit. Die feiern die Messe mit, und man sieht die halt jetzt als Bild vor sich. Man kann sich das natürlich auch so an sich vorstellen. Das ist die Gemeinschaft, die feiert. Und dass es jetzt besondere Personen sind, das sind halt, liegt daran, dass man diese besonderen Personen halt besonders ausgezeichnet hat, weil sie sich besonders ausgezeichnet haben. Und die kümmern sich um mich, das war dann auch noch so. Das wäre dann noch die zweite Frage, da würde ich sagen, da divergiert jetzt das evangelische Verständnis von dem Katholischen. Diese besonderen Personen, davon gehen wir aus, also davon gehen Katholiken aus, können bei Gott Fürsprache für mich einlegen. Jetzt kann man natürlich sagen, wie kann denn das sein, dass irgendein Mensch, der vielleicht besonders sich ausgezeichnet hat, oder meinetwegen auch Maria, Fürsprache für mich einlegt? Macht doch eigentlich nur Christus, der auch. Der besonders. Aber diese Menschen, die jetzt besonders ausgezeichnet sind, da sagen wir, sie sind christusförmig geworden. Sie sind Christus in der Weise nachgefolgt. Das ist unsere Aufgabe überhaupt, christusförmig zu werden, Christus nachzufolgen, seinem Beispiel zu folgen. Und diese Menschen können, so glauben wir,
ein gutes Wort bei uns bei Gott einlegen. Und jetzt kann man fragen, ja, ist denn Gott überhaupt autonom, wenn er auf Menschen hört, auf Gebete? Er hört ja Gebete. Eine gute Frage, ne? Also wir beten, wozu? Damit Gott, damit wir uns gut fühlen oder damit Gott was hört, wie wir uns fühlen? Und vor allen Dingen, was macht er dann, wenn wir uns schlecht fühlen? Hilft er uns oder tut das nicht und ignoriert er das? Das ist ein Dilemma, so ein sogenanntes Dilemma. Wir gehen zum einen von der Autonomie Gottes aus, von der Allmacht, Allwissenheit, und dann weiß er schon, dass es uns schlecht geht, und dann macht er irgendwas, und dann weiß er auch, oder vielleicht ist es eine Aufgabe. Wir haben eine 5 nach Hause gebracht, alle sind enttäuscht, wir sind traurig. Ist ja eine Herausforderung, ne? Mathematik 5 ist eine Herausforderung. Tut er etwas? Macht er etwas? Oder reagiert er darauf? Und wir glauben, ja, er tut es. Er reagiert darauf. Das gehört zu seiner Autonomie, das zu tun. Diese Freiheit hat Gott. Und zwar glauben wir, es gibt biblische Geschichten, wie von Abraham, beispielsweise um die Befreiung Sodom und Gomorras bittet, sind dann nur 50 Gerechte oder nur 10 Gerechte, dann würde ich diese Stadt verschonen. Also es gibt eine Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu treten, und Gott handelt entsprechend unserer Bitten. Aber eben nur gut. Innerhalb seiner Autonomie, innerhalb seiner Möglichkeit, gut zu sein. Also er handelt nie böse, sondern er handelt immer gut. Das ist unser Glaube, und wir verehren diese Menschen, weil wir glauben, sie können oder sie legen für uns Fürsprache ein. Und das hat man im Mittelalter tatsächlich geglaubt. Das Mittelalter ist eine schicksalsreiche Zeit gewesen. Da konnten Menschen weder mit Medizin Krankheiten heilen, sondern nur, also entweder wurden Selbstheilungskräfte aktiviert. Jedenfalls konnte man mit diesen Schicksalsschlägen schlecht umgehen, und man hat darauf vertraut, dass dieses Schicksal, was einen ereilt, was eine Krankheit oder irgendeine Verletzung oder sowas, die zu heilen, dass dort Menschen bei Gott Fürsprache einlegen für die Heilung bestimmter Krankheiten. Deshalb haben bestimmte Heilige bestimmte Aufgaben. Also, was weiß ich, es gibt den heiligen Antonius von Padua, der hat die Aufgabe, besonders bei, wenn man was verloren hat, Fürsprache einzulegen, dass man es wiederfindet. Klingt merkwürdig, ne? Aber wenn ihr mal nach Italien oder nach Spanien kommt, da gibt es in jeder Kirche mindestens einen Antonius von Padua. Das ist sieht aus wie ein Mönch, so einer braunen Kutte, der hat ein Christuskind auf dem Arm. Und davor stehen immer viele Kerzen angezündet. Ja, also dieser Antonius ist dafür zuständig, was wiederzufinden. Oder weißt du von denen noch ein paar Beispiele, wofür die zuständig sind? Muss ich raussuchen, ja, weiß ich jetzt nicht. Es gab im Mittelalter dann zum Beispiel die sogenannten 14 Nothelfer. Das sind 14 Heilige, dazu zählt unter anderem der Georg, die Margareta, die Barbara, die Katharina von Alexandrien. Die hatten waren die praktisch zuständig. Es war praktisch wie eine Medizin gewesen, diese Heiligen anzurufen und um Fürsprache zu bitten. Also wir haben zum Beispiel herausgefunden, bei der Margareta heißt es so für die Schwangeren und Gebärenden zum Beispiel. Ja, beispielsweise, ja, kann sein. Also, ja. Diese Zuordnungen sind manchmal ganz merkwürdig. Ja. Man nennt es auch Patronate, also die haben bestimmte Patronate. Deshalb werden katholische Kirchen heute immer mit einem Patronat versehen, weil wir glauben, dass der Patron einer bestimmten Kirche für diese Kirche besonders ein Fürsprache hält. Und zwar nicht bloß für dieses Gebäude, das ist ja bedeutungslos, aber für die Gemeinde, die sich dort versammelt. Vielleicht noch einen kleinen Unterschied. Der direkte Unterschied zu uns Evangelischen ist der, dass wir uns bei dem Altar hier laut reformatorischen Aussagen würden wir sagen, das sind nützliche Beispiele, die zu kennen ist gut, aber sie anzurufen ist nutzlos. Konzentriert euch auf das Kind dort. Zu dem könnt ihr beten. Also sprich, konzentriert euch auf Christus. Und lasst das andere weg und versucht, zu diesem Christus eine Beziehung herzustellen. Man kann da riesen Differenzen draus machen, man muss es aber auch nicht. Also insofern, es ist gar nicht so weit weg von dem, was katholische Christen auch sagen würden. Vielleicht ist es auch gar nicht weit weg, ich weiß es nicht.
Gibt es eine Scheu, direkt sich mit einem Gebet an Christus zu wenden? Nein, nein, überhaupt nicht. Also ständig, also Vater unser im Himmel. Mhm. Ja. Jedes Gebet, jede Oration in einer Messe, in einem Gottesdienst wendet sich an Christus. Mhm. Also nein, nein, das ist das Zentrale, die zentrale Person ist, sich an Christus zu wenden. Aber ich glaube, wir Menschen brauchen auch Vorbilder, irgendwie Beispiele, die das auch getan haben und in besonderer Weise verehrungswürdig sind. Also ich meine, es gibt auch evangelische Christen, die ich besonders verehre, Dietrich Bonhoeffer zählt dazu, Paul Gerhardt, die würden bei uns sofort kanonisiert werden, die würden sofort auf unserem Altar stehen, denke ich mal. Ja, also insofern gibt es auch im gesamten Christentum Menschen, die sich besonders auszeichnen, die beispielhaft sind, die aus ihrem Glauben heraus beispielhaft gelebt haben. Das haben die Heiligen auch getan, nur dass sie eben ein bisschen früher gelebt haben und die Legendenbildung eben mittelalterlich merkwürdig anmutet. Genau, das wollte ich Sie immer fragen. Ist das ein Problem für modern geschulte, gebildete Katholiken zu sagen, Drachen gibt es definitiv nicht und hier ist in den Legenden jeweils ein Drache drin zum Beispiel? Nein, also, ja gut, wir wissen natürlich heute, dass das symbolisch gemeint ist und was dort mit gemeint ist, ist dieser Drache, der in der Offenbarung auftaucht. Ja, also dort ist mal was bildlich dargestellt worden, was in der Offenbarung erwähnt wird, dieser Drache, der versucht, dieses Kind zu verschlingen. Und da ist klar, wenn man das auslegen, also wenn du über die Offenbarung predigst und da der Drache plötzlich vorbeikommt und du dazu Stellung nehmen musst, dann kannst du natürlich nur sagen, das ist ein Symbol für das Böse, für den Teufel, der natürlich versucht, Christus zu beseitigen, weil er ihm natürlich das Geschäft vermogelt hat. Ne?